Herzlich willkommen zu den Imbus Software Test Glossar Videos. Heute erklären wir kurz und knackig den Begriff Testbasis. Zunächst einmal die Definition. Die Testbasis umfasst alle Informationen, die als Basis für die Testanalyse und den Testentwurf verwendet werden können. Was können wir uns nun unter einer Testbasis konkret vorstellen? Die Testbasis sind unter anderem Arbeitsergebnisse aus der Entwicklung. Dort werden beispielsweise Anforderungen an das zu entwickelnde System spezifiziert, welche häufig als Grundlage oder Basis zur Erstellung von Testfällen dienen. Betrachten wir einmal als Beispiel die Testbasis einer zu entwickelnden Handysoftware und beschränken uns dabei zur Vereinfachung auf den Teilaspekt Anlegen eines Kontaktes. Hierfür liefert die Entwicklung geeignete Anforderungen, wie zum Beispiel, der Benutzer kann einen neuen Kontakt anlegen. Was machen wir nun mit diesen Anforderungen? Sie dienen dem Tester als Grundlage bzw. Basis, um daraus geeignete Testfälle zu erstellen. So können wir zum Beispiel durch eine Analyse der Anforderung Kontakt anlegen letztendlich Testfälle erstellen, die geeignet sind, um die umgesetzte Funktionalität Kontakt anlegen ausführlich zu testen. Dabei wollen wir prüfen, ob die Anforderung vollständig und korrekt umgesetzt wurde. Je nach Detaillierungsgrad und Komplexität einer Anforderung lassen sich ein oder mehrere Testfälle ableiten. Weitere Infos dazu findet ihr in unseren Testfall-Videos. Neben Anforderungen kann die Testbasis auch aus weiteren Arten von Dokumenten und weiteren Informationen bestehen, die ebenfalls geeignet sind, um daraus Testfälle abzuleiten. Dazu zählen beispielsweise Diagramme oder Programmiercode, Normen und Richtlinien, wie zum Beispiel Barrierefreiheitsnormen. Die Testbasis ist ein grundlegender Fachbegriff beim Testen. Weitere Begriffe findet ihr im Imbus Software Test Glossar.